So, auf geht's. In die Runde. Ich muss gerade hier noch was kontrollieren. So. Aktiv startet auf der linken Seite. DFS auf der rechten Seite. Ist eigentlich ein Standard-Setup von DFS, was wir auch schon im letzten Spiel gefahren sind. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Panzerkampfwagen sich auf der Karte verteilen. Was die machen. Oh, hier sind schon die ersten Schüsse geflogen. Kein Treffer. Keine Ahnung, ob da jemand auf war oder ob man da einfach nur kurz rüber geschossen hat. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Spielsound ein bisschen hochstellen. Das ist mir doch ein bisschen. So. Kommt vielleicht dem Spieler noch besser rüber. Weiß ich nicht, ob das darauf Auswirkungen hat. Ich denke aber mal schon. Also in der Übertragung Auswirkungen hat. Jetzt fahren doch alle rüber. Ich habe erst gedacht, die beiden würden hier unten auf der K-Linie, JK-Linie sich lang bewegen. Machen sie nicht. Die beiden Badgets stehen hier und versuchen zu spotten, was sie nicht schaffen. Es geht keiner auf. So, jetzt fahren sie rüber, weil sie keinen aufgemacht haben. Die haben immer noch keinen aufgemacht. Da, jetzt ist der erste auf und der zweite auch. Und von DFS ist noch keiner auf. Ah, die kommen auch gleich in den Rücken rein. Sind auch noch nicht aufgegangen. Ich versuche mal hier rumzufahren. Damit wir das vielleicht sehen, wann hier wer aufgeht. Aber jetzt werden die wahrscheinlich um links ja verschwinden. Ach, das ist immer so schade in diesem Modus, dass man auch hier als Zuschauer so eine Entfernungsbegrenzung hat. Sehr schade. Aber wir sehen hier auf der Karte, die befinden sich jetzt hinter dem Dorf dort. Da, wir können da auch schon wirken. Boah, bringt schön Schaden an. So, jetzt sind die auch auf. Jetzt weiß man auch seitens aktiv, wo die Blauen sich verteilt haben. Suchen jetzt erstmal schnell das Weite, um nicht von den Badges beschossen zu werden, die jetzt eigentlich nachrücken müssen, um hier zu helfen. Obwohl die beiden, das ist jetzt wieder ausgeblendet, das ist ja total ärgerlich. Da sind nämlich zwei geblieben, habe ich gerade auf der Karte gesehen. Ich habe erst gedacht, hier wären sieben Panzer, aber hier ist 5 gegen 5, da ist auch ein 5 gegen 5. Jetzt haben wir auch alle drinnen. Ah, schöner Schlagabtausch hier. Ich fahre hier mal näher ran, weil da hinten wird doch eher auf Entfernung geschossen. Lass das mal kurz mal rechts oben noch gucken kann. Ja, aktiv hat schon zwei rausgenommen. Jetzt konnte auch DFS endlich einen rausnehmen. HP-Vorteil bei aktiv. Ja, die Badgets müssen da erfolgreich wirken. Um. Jawohl. So, 2-2. Jetzt könnte es nochmal eine enge Runde werden. Ja. Ach, jetzt ist der kleine Ausgleich wieder dahin. Man jetzt einfach wieder einem Panzer sozusagen hinterher. Sind im Reload. Maxi ist im Reload. Hat nicht. Der Ralf, der wird da jetzt kommen und kriegt wahrscheinlich gleich eine Kelle. So, genau, 633, das war heftig und konnte selber keinen Treffer anbringen. Ja, ich gehe davon aus, die Runde wird an aktiv gehen, weil Pandalis wird jetzt hier keine Chance haben, der wird gleich rausgenommen werden. Und dann wird es für die beiden Badgets sehr schwer, da Ralf Head 383 gleich tot ist und jetzt im Reload ist, kann sich nicht mehr wehren und Maxi ist auch noch im Reload. Der muss jetzt ganz schnell den Treffer, jawohl, das hat noch funktioniert. Der hat gerade noch so gereicht. Aber es wird nichts mehr werden. Aktiv ist einfach noch zu voll mit HP. Und werden jetzt die beiden hier auch rausnehmen. Sie beide jetzt One-Shots. Und nur noch Head ist da und zack, ist er auch draußen. Ja, 1:0 für Dieses aktiv. Gefecht haben wir vielleicht verloren, aber wir kommen wieder. Ja, Boom Boom hat kein Boom Boom gemacht. Ja, konnte keinen Schaden anbringen. Schade. Gleich gehen wir mal hoch und schauen uns an, wer hier wo lang fährt. Boote
die hier ankern. So, die fahren rüber, die fahren hier nicht lang. Und hier auch wieder die Batchets fahren Richtung Hill hier. Da trifft man sich auch häufiger im Random. Kann man eigentlich immer hinfahren, wenn man Panzer killen möchte. Mindestens einer findet sich hier immer. Aber auch diesmal. Na doch, diesmal haben sie schnell einen aufmachen können. Sven haben sie aufmachen können. Und sehen zumindest, wo Sven hinfährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch die anderen hinfahren, ist erstmal natürlich hoch. Oh, der E4, der braucht ja ganz schön lange. Die beiden werden jetzt sicherlich weiter nachrücken. Ja, jetzt fahren sie weiter. Scheint ein bisschen abzusichern. Ja, ihr müsst nur zusehen, diesmal, dass ihr zu zweit gleich raufrödelt auf die Panzer und die rausnehmt, damit da nicht einer alleine vor dem feindlichen Panzer steht. Das wird dann immer schwierig. Ganz alleine. So, jetzt werden sie die gleich. Ah, egal, noch im Berg rumgekommen. Dass sie nicht aufgehen. Ja. Aber die werden die was schon dahinter vermuten. Deswegen bleibt Ted noch ein bisschen zurück. Maxi, nein, doch nicht. Ich hätte gedacht, Maxi lügt doch noch ein bisschen weiter vor. Aber hat sich schon gesagt, boah, wenn er da aufgeht, kommt er dann nicht schnell genug weg. Jetzt werden ja, wir so wenig aufkriegen dahinter, direkt hinter dem Berg. Die klemmen sich da doch ziemlich dicht hinter. Ah hier, die warten so. Guckt euch das an hier. Da warten sie. Oh, Ralf, was machst du? Oh, nein, Ralf. Oh, jetzt bist du weg. Oh, guck, da kommt die ganze Meute. Und Maxi will da oben. Jetzt bist du weg, Ralf. Herrlich. Entschuldigung, dass ich so lache. Aber ja, das sah schön aus. Schön in die stehenden Kanonen rein. Ja, das war dann doch ein bisschen sehr mutig, weil man da im Rückwärtsgang doch dann ganz schnell wegkommt. So, aktiv versucht sich jetzt auch Maxi zu schlappen und kriegt richtig viel Schaden reingedrückt. Der ist eigentlich auch One-Shot jetzt. So, DFS nutzt die Zeit, um in den Cap zu fahren, kriegt aber auch gleich mächtig Schaden rein. Das Problem bei diesem Cap ist, man steht sehr, sehr offen. Sehr, sehr offen, da in der Regel alle hierher fahren, auf beiden Seiten, da links und da rechts. Und haben dann schöne freie Schussbahn auf diesem Cap. Ganz, ganz schwer, hier durch Cap zu gewinnen. So, Maxi müsste jetzt auch mal zurückkommen, um zu helfen. Ich weiß nicht, ob er von da wirken kann. Guck mal, Boom Boom, auf wen Boom Boom jetzt schießt der? Ich habe jetzt gar keine Zahl hochfliegen sehen, geschossen hat er. Ja, aber das wird ein ganz klarer Sieg für aktiv. Ja, Head, da warst du ein bisschen, wie habe ich letztes Mal gesagt, zu mutig an der Stelle. Aber es sah schön aus. Musst du dir auch mal angucken, wie du das sehenden Auges, also für uns sehenden Auges, in deinen Tod fährst. Herrlich, wie sie da gewartet haben. Und dann auch noch das Erwartete passiert. Ja, hätte euch eigentlich klar sein müssen, dass wenn ihr die da nicht aufmacht, in dieser, in diesem Zwischenspalt hier, Zwischengasse, in der Gasse, dass die da noch hinterstehen müssen eigentlich. Und man kommt halt einfach zu schlecht weg, wenn man so gerade dahin fährt. Er hätte einen größeren Bogen am Kartenrand langfahren müssen, um dann ganz schnell nach innen reindrehen zu können. An der Stelle, um hinter dem Berg dann wieder wegfahren zu können. Ja, das Spiel ist gelaufen. Geht jetzt ganz schnell. Ja, Maxi kommt auch, um sich dem schnellen eigenen Tod zu widmen. Und da haben wir hier ein deutliches 2:0. Gleich Hund. Da muss mein Hund auch wieder. In der Aufzeichnung, wunderbar. Auch schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ich lasse dich gleich rein, Hundi. Ich muss ihn nur noch kurz fertig machen. Gucken wir mal. Ja, ist natürlich hier eine Menge. Drei Panzer ohne Schaden. Ich sag ja da an der Stelle, wenn man da versucht zu cappen. Wenn ich es nur doppelt habe. Und
kein Clip verliere. Boah, die 3T57 Heavy ist auf der anderen Seite und die 4 ist hier nicht überraschend. Dann bin ich gespannt, ob der Chieftain eine besondere Aufgabe bekommt. Haben wir hier eigentlich ordentlich hintergeguckt. Ne, was ist denn das für ein Dreieck? Da sieht auch komisch aus. Naja. Werden Sie sich schon was bei gedacht haben. So, erster Schuss, kein Treffer. Da werden hier wahrscheinlich Blindschüsse hier rüber geschossen. Da die ja wissen, dass mindestens ein Panzer von da drüben immer starten muss. In diesem Fall sind es nur zwei. So, der AMX ist hier oben. Und der Chieftain kommt jetzt zur Unterstützung des AMX oder fährt er mit hinten rum? Na, der kommt jetzt zur Unterstützung. Der wird nicht allein gelassen, da er doch hier welche aufgemacht hat. Wie man sieht, die T57 fahren hier alle drei hoch. So, den Hill haben sie schon mal. Dafür ist aber aktiv am Cap. Nicht im Cap, aber am Cap. Eine interessante Runde kann das jetzt werden. Ich weiß gar nicht, wo ich gucken soll zuerst. Wer kommt die Unterstützer? Ja, die E7 kommt hier noch rum. So, Maxi wagt sich selber nach vorne. Da müssen sie alle drei. Und wenn ihr vorpusht, alle drei zusammen. Damit ihr ganz schnell einen Panzer rausnehmen könnt. Mann, nein, das ist immer schlecht. Da haben die zu viel Zeit zum Nachladen und mit dem T57 könnt ihr zu dritt da wirklich richtig viel Schaden reinhauen. Oder Frauen, das ganz alleine hier rüber. Ich weiß nicht, ob das DFS gesehen hat, dass der sich da alleine so weit vorgewagt hat. Aber jetzt ist Hottek schon hinterher. Jetzt ist die Chance vertan. Hottek ist jetzt rüber, kriegt die Kanone jetzt auch wieder runter. Da war die Chance, weil Hottek hätte beim Hochfahren die Kanone nicht runterbekommen können und hier wart ihr in Überzahl. Habt ihr wahrscheinlich nicht erkennen können. Schade, schade. So, jetzt seid ihr nicht hier in Unterzahl. Jetzt wisst ihr aber, ihr seid da drüben in Überzahl, weil ihr hier in Unterzahl seid, Jungs. Gebt die Info schnell weiter. Damit ihr drüben pushen könnt, weil hier ist gleich Schluss für euch. Und der Schuss landet nicht von Betze. Selber ja und er jetzt. Sehr schön, aber jetzt auch im Reload. Ja, ganz alleine. Ja, auch diese Runde wird, also hier brauchen wir gar nicht weiter gucken, gucken wir mal da drüben zu, wird wohl an aktiv gehen. Er fahrt doch hinterher, da, was ist denn los mit euch? Pushen, 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 Jungs. Nicht verstecke, na, der Angriffsleck ist schon ganz vorne. Lasst den da nicht. Hottek rausnehmen, der ist doch ganz vorne da. Ah, das ist schlecht, das ist kein Fokus, das ist kein Fokusfeuer, was ihr macht, das ist kein Fokusfeuer, überhaupt gar nicht. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht DFS. Sorry, das muss ich so sagen. Da war jetzt überhaupt kein Fokusfeuer drin. Ihr habt auf alle drei Panzer geschossen. Und hier vorne die beiden Snake und Pandalis. Snake zieht noch seine Kanone ganz nach links rum, obwohl rechts der Pain viel näher gewesen wäre zu seiner Kanone. Und so kann das natürlich nicht klappen. Das wird eventuell sogar eine zu Nullklatsche geben. Ja, guckt euch das nochmal an. Na, einen habt ihr noch rausgenommen. Guckt euch das nochmal an, DFS. Hier hat der Fokus auf dieser Seite überhaupt nicht gestimmt. Und drüben habt ihr mit dem T57 auch einfach zu wenig Schaden gemacht, weil der Push nicht gleichzeitig gesetzt worden ist, sondern ihr nacheinander vorgefahren seid. Guckt euch das. Da könnte man nochmal sagen. Und hier da drüben von DFS nur einer. Auf dem äußeren, die anderen sechs vorne, also von den Startpunkten her DFS einen Riesenvorteil, wirklich einen Riesenvorteil. Mal sehen, ob sie das nutzen können. Jetzt hat natürlich aktiv das Glück, dass sie nicht so eine lahme Panzer haben, da wie eine Maus oder so, die dann also das halbe Spiel brauchen, um von da hinten rüber zu kommen. Ja, die drüdeln auch gleich hier hoch, sind dadurch zum einen auf dem Hill und zum anderen sehr nah bei ihren anderen vier Panzern. Und lassen die da jetzt fahren. So, Head, der ganz hinten starten muss als einziger, ist aufgegangen. Die anderen noch nicht. Ja, Head kann jetzt nicht weiterfahren. Ja, hat jetzt ein Problem. Der kommt da nicht mehr rüber, ohne Schaden zu fangen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da stehst du aber auch nicht gut. Junge, du musst hinters Haus hier dahinter fahren. Das ist nicht gut, Ralf. Wo stehst du denn da? Und auch noch seitlich. Junge, was machst du denn?
Oh, Ralf, hinters Haus. Was machst du? Der macht gar nichts mehr. Der bewegt seine Kanone nicht. Ist er aus dem Spiel rausgeflogen? Der hat auch seine Kanone gar nicht mehr bewegt. Ich glaube, der war nicht mehr on. Also das sah für mich eben so aus, weil kann ich mir nicht vorstellen, dass Head sich so falsch dahinstellt, absichtlich. Da muss irgendwas gewesen sein. Weil seine Kanone hat sich auch nicht mehr bewegt. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass er nicht mehr on war. ADFS spielt das jetzt zu Ende. Ich denke mal nicht, dass sie nochmal neu anfangen wollen, denn das Spiel hat ja eigentlich schon begonnen. Der ist nicht ganz am Anfang rausgeflogen. Schade, schade, dass das jetzt so passiert ist. Wenn die Ausgangssituation war für DFS gar nicht so verkehrt. So, das ist dann das schnelle 4 zu 0 für aktiv. Ja, bum, bum, jetzt können wir aber das Silber noch sparen. Nicht mehr schießen, bringt dir keine EP, nichts, lass dich da abballern. Genau. Und gut ist gewesen. Ja, 4 zu 0. Glückwunsch an aktiv. Und DFS bleibt leider weiter mit 0 Punkten Tabellenletzter. Mal gucken, ob der auch geschossen hat. Nee, auch geschossen hat er nämlich auch nicht. Ja.